Wir machen heute ein 50.000 Gems Opening in Brawl Stars. Yes! Yes! Wir haben 8! 8! Yes! Creator Code? Jo Jonas. Hey Leute und damit willkommen zu einem der größten Openings aller Zeiten in Brawl Stars. Denn wir werden heute ein 50.000 Gems Opening in Brawl Stars machen und damit heute hoffentlich alle Brawler auf einmal ziehen. Insgesamt werden wir ungefähr 600 Megaboxen öffnen und fast 3.000 Euro für dieses Video ausgeben. Also, Account an sich sehen wir hier, wir haben nur Shelly, können ansonsten wirklich jeden einzelnen Brawler freischalten. Genau das wollen wir heute erreichen und wirklich jeden Brawler freischalten, den wir eben ziehen können. Ich bin absolut gespannt, wie das Ganze laufen wird und ich würde sagen, wir legen los und gehen erstmal in den Shop. An der Stelle wie immer erstmal Creator Code Jo Jonas und jetzt müssen wir erstmal 50.000 Gems aufladen. An der Stelle erstmal kurzer Hinweis wieder. Ich habe doch endlich meinen neuen Merch an. Der kommt am 1.5. um 15 Uhr raus. Könnt ihr gerne auschecken. Sowohl Shirts, Hoodies als auch eine Cap wird in dem Paket enthalten sein. Plus einige Preise, die ihr gewinnen könnt. Könnt ihr auf jeden Fall gerne auschecken. Und ich würde sagen, wir legen los und euch immer viel Spaß mit dem krassesten Opening aller Zeiten auf meinem Kanal. Und damit haben wir die ersten 10.000 Gems, 20.000 Gems, 30.000 Gems, 40.000. Und damit haben wir 50.000 Gems auf einem Account aufgeladen. Das Ganze hat allein schon 10 Minuten fast gedauert, bis wir alles aufgeladen hatten. Wir haben auch den Brawl Pass, dass wir auch den neuen Brawler Bell freischalten können. Und damit werden wir heute insgesamt voraussichtlich wirklich jeden einzelnen Brawler ziehen, den wir freischalten können. Wir haben 6 chromatische Brawler, 5 legendäre, 6 mythische, wir haben 6 epische, 5 super seltene und 4 seltene Brawler. Die möchtet ihr alle freischalten, die Frage ist, werden die 50.000 Juwelen reichen? Ich würde sagen, wir legen los. Könnt gerne die Kommentare schreiben. Denkt ihr, wir werden jeden Brawler ziehen? Denkt ihr, wir werden jeden Brawler auf maximale Star Power und Gadget bringen können? Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, willkommen zum größten Opening auf meinem Kanal. 50.000 Gems. Megabox Opening Battle. Startet in 3, 2, 1, go. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. Es wird sau teuer werden. Wir haben die erste blinkende 2. Ich sage, Poco, es ist der Boxer. Ich bin saugespannt. Ich bin einfach saugespannt, wie es laufen wird. Hoffentlich haben wir auch irgendwie 8 oder 9 Verbleibende oder sowas. Sowas in der Richtung ist natürlich auch immer zu hoffen. Und 49.900 Gems bleiben noch übrig. Wir können die ersten Boxen relativ schnell öffnen. Ihr wisst ja, vielleicht am Anfang ziehen wir zuerst immer 2 Seltene und dann Super Seltenen. Also jetzt muss der nächste Seltene kommen. Poco. Es ist Barley. Oh mein Gott, Junge. Oh Leute, also am besten wäre der Support, wenn ihr auch natürlich ein Like da lassen würdet, ganz vergessen zu sagen. Gerne würde ich auch mit Freunden teilen und am besten natürlich das Video bis zum Ende schauen. Das würde ich am meisten supporten. Ob ich das Geld ansatzweise reinbekomme, weiß ich nicht. Es kommt vor allem darauf an, ob es eben viral gehen wird, aber es ist einfach eben ein absolut geiles Special. Okay, Daryl sage ich. Ich würde auch gerne zu Hause mittippen. Ah, Penny, okay. Ah, bisher habe ich schlecht getippt insgesamt. Ab jetzt können wir alles ziehen. So, ab jetzt können wir alles ziehen. Das heißt, alles ist möglich. Von Crow bis hin zu Poco. Wir werden es sehen. Let's go. Nächste Box. Wir können die auch relativ schnell aufmachen, da wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, da wir insgesamt... Oh, wir haben was! Poco! Let's go, da haben wir ihn. Da wir insgesamt auch 600 Boxen oder so öffnen heute. Das ist halt echt... Wir haben schon einen dritten seltenen, by the way. Also, ist nicht schlecht. So, weiter geht's. Nächste Box, wir haben 7! 3 Brawler in einer Box? Es könnte sein. Oh mein Gott. Okay. Wir haben Poco, wir haben Shelly. Barley. Ah. 2 Brawler. 2 Brawler, 2 Brawlers in einer Box. Ist in Ordnung. Okay, wir schauen rein. 2 Brawlers und der erste ist... Daryl. Boxerin. Ah, okay. Haben Rosa gezogen. Okay, dann ziehen wir jetzt Daryl. Als zweites Daryl und... Es ist Daryl. Let's go. Da ist der richtige Brawler-Tipp am Start. So, damit haben wir jetzt alle Seltenen und haben schon mal 2 von 5 super Seltenen. Jetzt können langsam schon die ersten Epischen kommen. Aber schon mal eine richtig geile erste Box auf jeden Fall. Und 49.000 Gems sind es noch. Oh, ich weiß nicht, ob die annähernd reichen, um auch den Account zu maxen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Aber ich habe noch nie so viele Gems auf einmal gesehen, Junge. Wir haben wieder was. Let's go. Okay, ich sage Nani. Oh, Rico. Der erste Brawler ist einfach mal Rico. Ja, ist auch in Ordnung. 3 von 5 kann man auf jeden Fall machen. Also ich glaube, das Spannendste soll heute für euch ist auch natürlich auch zu wissen, ob wir vielleicht irgendwie einen Legendären ziehen. Da könnt ihr, wie gesagt, auch gerne im Tipp-Battle gegen mich antreten, wer eben besser tippen kann. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Wir ziehen Barley, okay, ist in Ordnung.
Und wir haben 6 verbleibende. Okay, Junge. Crow. Was? Lol, es ist einfach Gale. Crow ist es nicht ganz. Aber Gale ist der erste chromatische natürlich vor allem, ne? Ist inzwischen nur noch episch von der Seltenheit, ne? Es ist also nicht mehr ganz so schwer zu ziehen. Und wir haben auch schon mal gleich die ersten 1000 Gems ausgegeben. Wir machen eventuell auch dann auch irgendwie gleich Upgrades, dass wir vielleicht auch 8 verbleibende oder so ziehen können. Aber ich glaube, wir werden einfach erstmal die Boxen öffnen. Ja, und so schauen, was wir ziehen. Ich meine, so ein Opening gab es auch schon, glaube ich, ewig nicht mehr. Ich glaube, 2021 gab es so ein Opening noch gar nicht. Ich meine, zuletzt 2020 gab es solche Openings. Weltweit, ne, wo so ein Account gemaxt wurde. Also wir sind weltweit der Einzige, der sowas 2021 macht. Das ist halt schon echt absolut krank. Also da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, dass wir da halt echt so ein heftiges Video machen können. An der Stelle auch echt Dank an die Community und an euch alle, dass wir das natürlich so machen können. Und wir haben den nächsten Brawler. Edgar. LOL, Jackie, okay, ja, geht. Noch ein super seltener, 4 von 5, ist in Ordnung. Wir gehen jetzt auf 2000 Gems runter und schauen gleich, ob wir die ersten Upgrades schon machen sollten. Okay, ich sage Edgar. Karl, wir haben alle super seltene, das heißt, die Chance für 8 oder 9 ist nicht so hoch, Leute, heute. Das ist ein bisschen schade. So, 2000 Gems ausgegeben, Upgrades mache ich noch nicht, die mache ich erst später. Dass wir jetzt nicht in so früh Star Powers und Gadgets ziehen. Dass wir auch die Chance auf 9 oder 10 oder vielleicht auch 8 verbleibende natürlich erhöhen können. Okay, ich glaube, jetzt wird erstmal gar nichts mehr kommen. Wir haben bisher jetzt doch schon einiges gezogen. Vor allem alle seltene und super seltene schon in den ersten 2000 Gems. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen warten zu den Deck. Oh nein, wir haben wieder was. Okay, Edgar. LOL, B. Okay, B ist auch nice. Bisher haben wir noch keinen mythischen oder legendären gehabt. Oder halt einen ziemlich krass selteneren. Aber den ersten epischen von 7 Stück schon mal kann man auf jeden Fall mitnehmen. So, weiter geht's. Wieder 5 verbleibende. Okay. Ich glaube, vom Tippen liege ich bisher ziemlich hinten. Ich denke mal, dass die meisten von euch zu Hause wesentlich besser als ich getippt haben. Ne? Ich habe echt ziemlich beschiss getippt bisher, muss man wirklich so sagen. So, wir haben wieder 6 verbleibende. Let's go, Leute. Was haben wir? Ich sage Edgar. Wieder. Byron! Der erste mythische, Leute. Das war der erste seltene schon mal. Sehr guter Auftakt. Wir haben schon einiges gezogen, ne? Also, wenn wir jetzt gerade schon mal schauen nach Seltenheit, dann haben wir jetzt hier schon mal alle super seltenen. Einen epischen, einen mythischen und einen chromatischen. Oh, wir haben wieder was. Let's go. Okay, ich sage Crow. Pam. Schade. Aber es läuft bisher nicht schlecht. Schon mal der zweite epische. Und es ist noch so viel, was wir vorhaben. So, 2 Boxen haben wir jetzt noch. Erste und die zweite. Und damit haben wir die ersten 10%, die ersten 5000 Gems ausgegeben. Es ist unglaublich. So viel wartet noch auf uns. Okay, wir haben wieder was. Ich sage Leon. Tara! Wow! Der zweite mythische, Leute. Let's go. Aber jetzt können wir auch Star Powers und Gadgets ziehen. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Sehr geil. 7! Direkt die nächste Box. Sehr, sehr geil. Okay, komm. Edgar und Crow. Wir haben erst ein Gadget. Edgar. 2 Gadgets. Ja, was? Edgar, da ist er. Die ganze Zeit getippt. Und da haben wir den Brawler. Let's go. Und wir haben wieder was. Okay, ich sage Crow. Bibi, okay, der nächste Brawler. Wir haben damit jetzt schon mal 4 von 7 mythischen. Epische. Wir haben 7, Leute. Okay, Crow. Okay, dann jetzt. Crow. Es ist Piper. 4. epischer, ne, 5. epischer Brawler. Jetzt mal langsam der erste legendäre. Das wäre geil. Wir haben 8! Nein, ich hab's geskippt, halb! Wir haben 8, Leute! Let's go! Haben wir die blinkende 4? Nein. Aber die 3 blinkt, die 3 blinkt. 3 Brawler? 3 Brawlers? Wir werden's sehen. Gadget. Mortis. 2 Brawler! Let's go! Wir haben Search! Wir haben Search, okay, jetzt. Mein Lieblings-Brawler. Jetzt hier Leon, Leute. Jetzt hier Leon. Okay, let's go. Es ist nur Colette, es ist nur Colette, Leute. Trotzdem 2 Brawler in einer Box. Wir sehen immer noch mal den Überblick. Wir kommen jetzt richtig gut voran. Die ersten 10.000 Gems sind gleich raus. Und wir haben noch einiges vor uns. Okay, wir haben wieder was. Edgar. Frank! Ist es der letzte epische? Nein, 6 von 7. Einer fehlt noch. Weiß nicht wer. Wieder was. Spike. Ach, das ist Lou. Wie selten ist Lou inzwischen? Ich glaube gar nicht mehr so selten, oder? Aber er ist immer noch geil. Sehr schön. 4. von 6 chromatischen. Wir kommen voran, Leute. Okay, wir haben wieder was. Spike. LOL, das ist der letzte epische. Wir haben jetzt alle epischen in den ersten 10.000 Gems. Nani, let's go.
7. Okay, jetzt geht's gerade richtig ab, okay. 2 Brawler. Mortis. Mortis. 2 Boxen noch für die ersten 10.000 Gems, Leute. Ich würde sagen, erste Box, wir haben nochmal 5. Und die zweite Box, und wir haben wieder 5. Okay, also Zwischenfazit, die ersten 10.000 Gems. Und wir haben alle seltenen, wir haben alle super seltenen, wir haben auch alle epischen sogar. Wir haben 2 mythische und 4 chromatische. Was uns noch fehlt, ist vor allem hier die mythischen, die legendären und 2 chromatische. So, weiter geht's. 500 Megaboxen kommen noch. 7. Okay, jetzt wird's mal spannend, Leute. Okay, ich hoffe kein Gadget. Mortis. Sapor. Mortis. 7. Bitte, bitte Legendary. Bitte die erste Legendary jetzt. Wir hoffen auf den ersten Legendary Brawler. Ich sage Mortis zuerst. Okay, jetzt bitte, bitte Spike. Oh, warum keine Legendary? Mann! 3 von 7, das gibt's nicht. Wir haben schon 13.000 Gems. 7, direkt die nächste Box. Okay, komm, bitte, bitte, bitte Legendary. Bitte, bitte, bitte. Bitte Crow, 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 Crow. Oh. Nein! 15.000 Gems und 200 Megaboxen geöffnet. Kein Legendärer. Unsere Chancen für einen mythischen Brawler liegen bei 2,7% und für einen Legendären bei 1,1%. Mal schauen. Okay, Leute, bitte, bitte Legendary, komm. Leon. Oh! Ah, wie? Jean ist auch nice, aber wir haben jetzt 17.000 Gems für keine Legendary, hä? 8! Yes! Bitte Legendary jetzt. Wenn jetzt. Oh, bitte. Okay, bitte keine Gadgets, keine Star Powers. Einfach Legendary. Komm. Okay, komm. Gadget. Mortis. Ah! Leon. Ah! Ah! 7. Okay. 7 verbleibende und Gadget. Star Power. Mortis. Gib bitte, Leon. Yes! Der erste Legendäre. Oh, wie lange haben wir dafür warten müssen, bitte? Endlich Legendary Brawler, Leute. Sehr, sehr geil. Oh, Sandy. 1 von 5. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt dafür, wir haben für Sandy jetzt, Achtung, 18.000 Gems gebraucht. Werden wir es schaffen, heute in diesem Video alle Legendären zu ziehen? Das ist die große Frage. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die nächste 7, Leute. Let's go. Okay, bitte. Mortis. Ich will immer noch Mortis. Mortis. Haben wir Mortis schon? Mortis. Max! Der nächste mythische Brawler. 5 von 7. 2 Brawler fehlen uns noch. Es wird langsam spannend. Ist das was? Ja. Crow. Egal, Leute. Okay, also eine Box haben wir jetzt noch. Und dann haben wir... Ja, jetzt. Oh, noch was. Okay. Damit haben wir jetzt offiziell die ersten 20.000 Gems geöffnet. Also insgesamt 250 Megaboxen insgesamt. Zwischenfazit, wir haben insgesamt jeden seltenen, super seltenen, jeden epischen, 5 von 7 mythische, 1 legendären, 4 chromatische. Was noch fehlen sind 2 chromatische, Bell, Colonel Ruffs, Amber, Leon, Spike, Crow und Mortis und Mr. P. Mortis! Ja, den mag ich gerne, Leute. Let's go, da haben wir ihn. Ein mythischer Brawler fehlt noch. Wir haben noch mehr als die Hälfte der Gems übrig. Werden wir es schaffen können, die 4 Legendären zu ziehen? Spike. Oh, Colonel Ruffs, der nächste chromatische Brawler. Und damit fehlen uns nur noch, ich glaube, 4 oder 5 Brawler, und zwar die Legendären vor allem. Ich muss jetzt nur noch 2-mal die Powerpunkte durchdrücken. Was? Nur noch Münzen? Nur noch Münzen. Keine Brawler, keine Gegenstände, keine Power-Ups. Ja, moin. Und wir haben was. Spike. Ist ein legendärer. 2 in einer Box. Okay, Mr. P. Leon. Und damit haben wir 25.000 Gems ausgegeben. 50% des Openings sind vorbei. Uns fehlen noch Bell, 4 Legendäre und Mr. P. Werden wir das schaffen? Wir werden es sehen. Okay, 2 in einer Box. Gadget? Ja. Mr. P. Mr. P, da haben wir ihn.
Okay, Leute, wir haben damit alle Mythischen. Jetzt haben wir nur noch Bell, Ember, Crow, Leon, Spike. Die krassesten kommen noch. Leon? Bell! Da haben wir den nächsten. Die ist selten wie eine Legendary. Also wie ein Crow oder Leon. Absolut heftig. Und damit haben wir nur noch 4 Legendäre, die wir brauchen. Dann haben wir alles. Und damit fehlen uns jetzt nur noch die 4 legendären Brawler. Spike, Crow, Leon und Ember. Wir haben erst einen legendären. Ember! Yes! So, so überraschend. Der zweite legendäre und 20.000 Gems warten noch. Aber, also bisher muss man wirklich sagen, da hatten wir doch ein bisschen Pech. Wir hatten 30.000 Gems ausgegeben. Die Chancen liegen, oh mein Gott, 0,05%. Oh, das wird echt heftig werden. Werden wir es schaffen können? Tipp gerne in den Kommentaren. 3 fehlen uns noch. Leon? Spike! Juhu! Der dritte legendäre. Oh mein Gott, Leute, let's go. 2 legendäre Brawler fehlen noch. Und zwar nur noch Leon und Crow. Und dann haben wir alle Brawler auf einem Account maxed. Leon. Wir haben was. Crow. Die letzten 10.000 Gems. Wir brauchen noch 2 legendäre. Die Chancen sind nur 1,5%. Das wird schwer werden. Werden wir es schaffen? Schreibt es in die Kommentare. Leon und Crow fehlen uns. Die letzten 100 Megaboxen. 2 legendäre. Können wir es schaffen? Bitte, Crow. Hä? WTF? Oh, bitte. Leon. Was? Das ist nicht ernst gemeint. Wir haben nur noch 6.000 Gems. Oh, komm. Crow, 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 Crow. Crow. WTF? Leon. Yes! Okay, 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 okay. Wir brauchen nur noch einen legendären, und zwar Leon. Wir haben jetzt Crow. Mein Lieblings-Brawler Leon fehlt aber noch. Werden wir das schaffen? Das ist die große Frage. Ich sage ja. Die letzten 5.000 Gems, wir müssen es schaffen. Sind hier noch Star Powers sicher? 2! Bitte, 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 bitte. Okay, eine Star Power? Ne, Gadget. Okay, Leon. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Legendary Brawler Nummer 5. Und damit haben wir den kompletten Account, ja, praktisch gemaxed oder jeden Brawler gezogen. Was wir jetzt noch brauchen, wir haben noch 4.000 Gems. Werden wir alle Star Powers und Gadgets ziehen können? LOL, 2? Mr. P Star Power und Crow Star Power. Und damit kommen wir zur letzten Megabox heute. Let's go. Zack, nichts drin. Und damit haben wir diesen Account hier. Wir haben 4 seltene, 5 super seltene, alle Brawler. Uns haben tatsächlich am Ende auch ein paar Star Powers gefehlt. Keine Star Power bei Mortis. Insgesamt trotzdem einiges gezogen und ein fast Max-Account. Auch Search keine Star Power. Leute, ich würde sagen, danke für den Support. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like auf das Video da. Vielleicht schaffen wir auch die 50.000 Likes auf das Video. Wäre krank. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr auch in Zukunft keine solcher Openings oder Brawl Stars Videos verpassen wollt. Und ja, danke für den Support. Haut rein und jo, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Abo da lassen oder auch bei meinem E-Sports-Team vorbeischauen. Dort kommen tägliche Brawl Stars Clips. Hier sind noch 2 weitere Videovorschläge. Schau gerne vorbei und ciao.